Was ist schöner als eine normale Lobby? Richtig, eine Lecker-Lobby. Lass es doch endlich. Was? Was ist schöner als eine Lecker-Lobby? Richtig, eine Lecker-Lobby mit einem Cheater drin. Was? Und ich kann mir auch aber irgendwie nicht vorstellen, dass ich wirklich gar nichts getroffen habe. Vielleicht habe ich nicht alles getroffen, aber dass ich gar nichts getroffen habe. Weird. Dass er wusste, dass ich da bin. Weird. 8 Kills, läuft aber rum wie so ein Rekrutbot. Weird. Ja, Junge! Ja! Ja! Habt ihr gesehen, wie er das Ding rausgeholt hat und dann im Anschluss? Ja, geil! Was ist schöner als eine Lagger-Lobby mit einem Cheater drin? Richtig! Eine Lagger-Lobby mit 2 Cheatern drin. Ist der Typ eigentlich lost? Warum? Warum hat er das jetzt gemacht? Irgendwie, keine Ahnung, so. Kann es irgendwie sein, dass in letzter Zeit wieder irgendwie das Anti-Cheat ein bisschen nachlässt? Irgendwie sehe ich gefühlt in den letzten Tagen mehr Cheater als in den letzten 2 Monaten. Egal. Auf jeden Fall, was geht? Joking Ace ist wieder hier. Willkommen zu einem neuen Video. Und in einem Anfall von Hobbylosigkeit habe ich die MP5 auf Obsidian gespielt. Und ich habe auch vor, tatsächlich ein paar mehr Waffen noch auf Obsidian zu spielen. Und ich habe wieder vor, diesmal hoffe ich, dass ich das auch durchziehen kann, wieder zu streamen. Ja, wahrscheinlich streame ich dann morgen sogar. Ja, darauf läuft es wahrscheinlich hinaus. Und ist auf jeden Fall nicht Thema. Es geht darum, dass ich halt die MP5 auf Obsidian gespielt habe. Die Runde zeige ich euch, weil diese Runde exakt den Grind für mich zusammenfasst in nur einer Runde. Ich weiß nicht, ob das Deutsch war, aber egal. Jeder weiß, was ich damit meine. Und ich habe danach Warzone gespielt, denn ich habe mir diesen coolen Fall, dieses Fall Tracer Pack gekauft, also diese mit der Fall drin, mit diesem Ghost Skin, der so aussieht wie der Sensenmann so. Es gab allerdings nur ein kleines Problem, nämlich ich bin vielleicht gar nicht mal so gut mit der Fall und sollte vielleicht demnächst etwas mehr anfangen Fall zu spielen und etwas mehr Triggern zu üben, bevor ich solche Waffen spiele. Und ja. Auf jeden Fall bin ich dann umgeswitcht zu der RAM 7, eine Waffe, die ich erstaunlich schnell mögen gelernt habe. Und ja, ich habe auf die Fresse bekommen, aber dann einmal hat das Spiel aufgehört. Nicht nur aufgehört, gegen mich zu spielen, sondern ich hatte sogar mal Glück. Glück ich? Ja. Das ist so der Win, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich bin stolz auf die Runde und ja, labern wir nicht weiter drumherum. Ich zeige euch erstmal den Obsidian Grind ganz kurz zusammengefasst und dann zeige ich euch die Warzone-Runde. Und ja, wir labern nicht weiter drumherum. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Euer Jace. Ciao. Junge. Cool, wie viel Flashgranaten haben die eigentlich? Und wie wenig Hobbys eigentlich? Was sind das wieder für Typen, gegen die ich spielen muss? Der eine campt, der andere
hat irgendwie einen Jahresvorrat an Blendgranaten, Stungranaten meine ich. Semtex fliegen natürlich auch, es ist echt wunderschön. Und natürlich haben wir dann Leute noch im Gegnerteam, die natürlich das letzte Stück Fleisch in der Menschheit darstellen. Leute, die in der Shoot-to-the-Ship-Playlist Objective spielen. Ich verstehe nicht, was in deren Köpfen vor sich geht. Egal. Oh, ich bin gestuckt. Geil. Cool. Junge, warum spawn ich da? Warum spawn ich vor den Gegnern? Ich spiele heute den ganzen Tag schon Shipment. Den ganzen Tag schon diese... Stirbst du irgendwann auch noch? Den ganzen Tag spiele ich schon diese Shoot-to-the-Ship-Playlist. Die ganze Zeit bin nur ich. Natürlich, er fällt nicht um. Er fällt nicht um. Der Typ, der solche Gegner hat. Der Typ, der... Danke. Danke, dass jetzt noch irgendwo einer aus der letzten Ecke angekrochen kommen musste, um mir den Bounty weg, um das Ding mir wegzunehmen. Nice. Okay. Enemy UAV overhead. Willst du mich eigentlich veräppeln? Uff. Ich weiß, dass da noch jemand ist. Ein Hoch auf die MP5 übrigens. Jetzt wäre so ein Rose-Skin richtig nützlich. Aber ja, wir haben ja keinen, weil wir ihn boykottieren, weil wir sowas ähnliches wie Ehre besitzen. Und die RAM ist geil. Dach. Ich hasse Superstar für diese ganze deswegen springe ich unter anderem auch hier nicht mehr. Du einfach von gefühlt überall her irgendwie getötet werden kannst. Gas is closing. Get to the news. Cool. Wieder.
Ja! Ja! Uff. Oh, ich habe sogar gewonnen. Ich habe gar nicht hingeguckt. MP5 über allem. MP5 über allem. Aber diese eine Zone. Diese eine gottverdammte Zone. Alter, hat die mir den Arsch gerettet. Junge, das ist so